Ja, Leute, nach Shinobi Live Online kommt jetzt der nächste Kracher. Herzlich willkommen zu Pokémon Generations. Das ist auch ein Fanspiel, was auch, wie gesagt, das müsste ja auch eine Pre-Alpha-Version sein. Ihr seht hier Pikachu und Lumanda. Und du kannst einen Server starten, du kannst connecten, du kannst dieses Spiel, oder du könntest es rein theoretisch mit jemand anderem spielen. Ich möchte das erstmal alleine spielen und danach, ja, vielleicht, wenn jemand Lust drauf hat, soll er sich mal melden. Dann kann man das nochmal zu zweit testen und gleich einen Pokémon-Kampf machen. Ich gehe jetzt direkt erstmal auf Singleplayer, wähle mein Starter-Pokémon. Es gibt Pikachu, Pikachu und Glumanda. Ich klicke mal auf Pikachu. Gehe jetzt, wie gesagt, in den Singleplayer rein. Und das sind wir, der Pokémon-Trainer hier. Allzu groß ist diese Map nicht. Allzu viel kann man auch nicht machen. Aber ich finde diese Comic-Grafik, diese Grafik vom Spiel ist echt wirklich gut und gelungen und fühlt sich echt gut an und ist einfach der Hammer. So. Und ja, jetzt stehen wir hier nun. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, und jetzt? Was kannst du denn eigentlich machen bei dem Spiel? Und zwar, ich kann es euch ja mal erklären, man kann so Pokémon-Kämpfe machen. Was ich echt extrem geil finde, ist diese Animation, wenn man ein Pokémon aus dem Pokéball rausholt. Das kann ich euch mal zeigen, das sieht so aus. Richtig geil. Das ist jetzt mal Pikachu. Und wenn ich jetzt auf... War das auf Pikachu klicken? Oder wo war das? Irgendein Knopf war das. Auf irgendeinen Knopf konnte ich Pikachu spielen. Pikachu Level 5. Wie gesagt, das, was man so jetzt momentan so schon so spielen kann, ist wirklich echt bewundernswert. Ich müsste gerade nur mal herausfinden, wie ich wechsle. Ich glaube, auf 1 war das. Habt ihr gerade die Animation gesehen, wenn ich das wieder meinen Pokéball hole? Wie geil das einfach aussieht und der Sound auch dazu noch. Ich glaube, das war auf... Wo war das denn? Wo zur Hölle war das? Oh, die Musik ist so schön cool. Kriegst du gleich richtig gute Laune bei. Ey Leute, ich weiß es nicht mehr. Wenn ich jetzt auf Pikachu drücke und dann... Ah, wird mir rot anderes Pikachu angezeigt. Genau, dann spiele ich Pikachu jetzt. Ah, guck mal, indem ich jetzt klicke, kann ich Pikachu spielen. Wenn ich jetzt, glaube ich... Genau, wenn ich jetzt... angreife, schlage ich den... Und irgendwie... Ah, nice. Okay, wenn ich jetzt auf 2 gehe, also wenn ich auf 2 drücke und dann Linksklick drücke, mache ich Donnerschock. Wenn ich auf 1 klicke und ihn angreife, mache ich Tackle. Dann haben wir noch so eine Drehschleuder und so Donnerwelle auf 4. Und das war's dann auch schon. So viel zu Pikachu. Kann ich den nicht selber spielen, sage mal? Nee, ne? Ich könnte jetzt hier auch Glumanda angreifen. Das ist schon echt cool, oder? So, dieses Echtzeitkämpfen, das lässt sich wirklich schon gut spielen. Und dann drücke ich wieder Tab und dann ist es wieder in meinem Pokéball. Und jetzt mache ich mal Disconnect. Denn ich möchte euch jetzt nochmal... Lumanda zeigen. Hier kann ich die Farbe ändern. Blau. Singleplayer. Und blau ist Gary. Ey, wie geil das einfach nur aussieht, ey. Ich finde so eine Fanspiele ja echt immer, wenn sie gut gelungen sind, echt mega geil. So, und Gary hat jetzt Lumanda. Lumanda, komm raus. Ich rufe dich. Ah, das ist mein Glumandachen. Glumanda, greif mal Glumanda an. Was kann denn Glumanda so schönes? Kratzer.
Oh, das ist... Ey, guck mal. Das bleibt einfach auf dem Boden erstmal liegen. Wie heißt denn die Fähigkeit, wenn er denn ganz schwach Feuer macht? Heuler. Es ist echt cool, Leute. Das ist wirklich echt cool. Oh, es hat Verbrennungen. Komm mal zurück, Lumanda. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass es daraus später mal irgendwie so ein vollständiges Spiel gibt. Es macht einfach nur so Spaß, ne? Aber das war's auch schon. Also mehr gibt es jetzt hier momentan gar nicht zu sehen. Leider. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr mal Lust habt auf so einen Pokémon-Kampf mit mir irgendwie mal, das mal so zu probieren, dann, ja. Sagt mir einfach Bescheid und dann kann man das mal machen. Dann könnt ihr mal, können wir mal zusammenspielen. Genauso wie wenn ihr mal mit mir Shinobi Live Online nochmal spielen wollt. Sagt mir das bitte mal und dann lässt sich das gerne mal einrichten, wenn ihr da Lust drauf habt. Wie gesagt, gerne, gerne. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Das war Pokémon Generations. Und ja, bis dann.